Mein Name ist Wachtmeister Dieter Lukas, bin 29 Jahre alt, komme aus Innsbruck, bin aber gebürtiger Salzburger. Meine Motivation für den Bergsport, die ist schon relativ früh gekommen. Ich habe gleich schon als Jugendlicher oder Kind eigentlich schon gewusst, wo ich mit dem Vater am Berg unterwegs gewesen bin, dass mir das ziemlich taugen wird. Und dann auch über meinen Freundeskreis, Bekannte, Verwandte, mit denen bin ich dann immer unterwegs gewesen. Viel mit dem Opa, der was mir da viel, der was mir viel zu sagen hat, auch in den Berg, wie es so läuft und auf was ich schauen muss. Und ja, ich würde sagen, das hat mich jetzt auch motiviert, dass ich da den Hochgebirgsspezialisten Sommer weitermache und schaue, dass ich das jetzt endlich abschließe und dann fertiger HAGS bin und das dann auch bei der Truppe, bei mir daheim, anwenden kann und speziell auch, ich bin Notfallsani beim Heer und speziell auch dann in meiner Kompetenz als Notfallsani, wenn ich dann einmal mit irgendwelchen Gebirgskursen am Weg bin, dort auch mein Wissen vielleicht ein bisschen an die Teilnehmer weitergeben darf, weitergeben kann und mich da selber dann auch sicher fühle im Gelände. Ja, die erste Woche Revue passierend ist viel passiert. Wir sind viele Seilschaften gegangen, viele Klettertouren schon gemacht, weil da in die Lienzer Dolomiten haben wir einfach das perfekte Übungsgebiet mit allen möglichen Felsformationen, allen möglichen Sachen zum Lernen. Und natürlich Hütten gestützt, auch mit der Karlsbader Hütte. Sind wir natürlich auch auf die Nacht, wenn die Kameradschaftsabende und die Zeit mit den Kameraden gut genutzt werden kann. Auch beim einen oder anderen Bier, mal beim Zusammensitzen, beim Tourenplanen oder was auch immer, hat man es natürlich fein da bei uns und dementsprechend ist die Laune auch immer noch hoch. Meine Erwartungen für die nächsten Wochen sind, dass erstens einmal das Wetter, dass das stabil bleibt für uns, dass wir viel weiter lernen, dass die Motivation bei allen so hoch bleibt, wie sie derzeit schon ist und natürlich, dass wir alle den Kurs HAGS Sommer positiv abschließen, positiv absolvieren und die, was im Winterteil auch schon haben, endlich ein heiß begehrtes HAGS-Wapperle kriegen.